Hallo liebe Hello Kitty Freunde, im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr bunten Slime herstellen könnt, der von Hello Kitty und ihren Freunden inspiriert ist. Und zwar nur mit Materialien, die ihr ganz leicht zu Hause finden könnt. Wenn ihr auf der Suche nach etwas Lustigem für die langen Nachmittage seid, seid ihr hier genau richtig. Schauen wir uns gleich mal an, was wir dafür alles brauchen. Weißer Flüssigkleber, Lebensmittelfarbe, Verdickungsmittel, Glasbehälter, Vorlage zum Ausdrucken, einen Löffel. Fangen wir direkt mit dem ersten Slime nach dem Vorbild von Hello Kitty an. Dazu brauchen wir eine weiße Slime-Basismischung, also nehmen wir etwas weißen Flüssigkleber und gießen ein Glas davon in eine Schüssel. Hierfür müsst ihr noch keine Lebensmittelfarbe hinzufügen. Um den Kleber in Slime zu verwandeln, brauchen wir einen magischen Zutat, unser Verdickungsmittel. Ihr könnt eine Prise Natron und ein paar Tropfen Kontaktlinsenflüssigkeit oder alternativ Flüssigwaschmittel verwenden. Ich gebe ein paar Tropfen hinein und rühre die Mischung mit einem Löffel um, bis sie nicht mehr klebt. Eventuell könnt ihr noch ein paar Tropfen mehr Verdickungsmittel hinzugeben. Wenn der Slime nicht mehr am Rand der Schüssel klebt, können wir ihn mit den Händen bearbeiten. Ich vermenge die Masse, bis sie gleichmäßig ist. Um sie noch geschmeidiger zu machen, könnt ihr ein paar Esslöffel Maisstärke oder Maismehl in die Masse geben. Und sie dann weiter verrühren. Und schon ist unsere erste Slime-Basismischung fertig. Jetzt machen wir mit der Dekoration des Glasgefäßes weiter. Dafür drücke ich die Vorlage aus, die ihr in der Beschreibung dieses Videos findet. Anschließend schneide ich die einzelnen Teile mit einer Schere mit abgerundeter Spitze aus. Zuerst klebe ich die Augen in die Mitte des Gefäßes. Dann die Nase, den Schnurrbart. Und schließlich die Hello Kitty Schleife oben rechts. Jetzt müssen wir nur noch den Slime, den wir gerade gemacht haben, hineinfüllen und schon sind wir fertig. Ist das nicht toll? Weiter geht es mit dem zweiten Slime, inspiriert von unserer Freundin My Melody. Dafür wiederhole ich die obigen Schritte, um die Basismischung für den Slime herzustellen. Anders als bei der vorherigen Variante gebe ich, bevor ich das Verdickungsmittel zum weißen Kleber hinzufüge, ein paar Tropfen rosa Lebensmittelfarbe oder Acrylfarbe hinzu und mische den Kleber mit einem Löffel, damit ihr eine gleichmäßige Farbe bekommt. Jetzt könnt ihr das Verdickungsmittel hinzufügen und den Kleber verrühren, bis er gleichmäßig und geschmeidig wird. Nun dekorieren wir auch das zweite Glasgefäß. Dafür drucke ich die Vorlage von My Melodies Gesicht aus und schneide mit einer abgerundeten Schere das Oval aus. Ich klebe das Stück in die Mitte des Gefäßes und schon bin ich fertig. Jetzt können wir mit unseren Freundinnen und Freunden spielen. Sie werden sicherlich von unseren bunten Slimes begeistert sein, die von Hello Kitty und My Melody inspiriert sind. Werdet auch ihr Freunde von Hello Kitty, abonniert den Kanal und klickt auf Gefällt mir. Bis zum nächsten Mal.